Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Es ist immer noch derselbe Tag, wir haben mittlerweile 18.07 Uhr und wir haben diese Quest angefangen, der Schatz des verfluchten Grabes, wo wir jetzt nach so einer Karte irgendeinen Ort finden müssen, aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock zu, deswegen machen wir jetzt im Schatten des Berges. Sebastian hat mir eine Eule geschickt, trotz unseres Streits möchte er die Suche nach dem letzten Stück des Triptychons fortsetzen. Er hat angeblich eine Spur gefunden, die zum Aufenthaltsort führt und möchte sich an der Küste im Südosten mit mir treffen. Ich würde sagen, das hört sich doch spannend an, das machen wir. Und wir kommen auch relativ in die Nähe. Was schon mal ziemlich geil ist. Zwar nicht ganz in die Nähe, aber doch schon mal sehr nah dran. Dann können wir auch, wenn wir sowieso schon hier sind, auch schon mal gleich dahin fliegen. Und mit unserer Besenverbesserung, also mit der besten Besenverbesserung, sollten wir solche Orte auch in 0, nichts erreichen. Und wenn ich da schon mal Ballons sehe, dann nehmen wir sie natürlich auch mit. Und fliegen dran vorbei am besten. Ich hoffe wirklich, dass die 15 Stück, die wir da jetzt noch, also die 5x15 Stück, die wir dann noch zerstören müssen, dass das alle im Spiel sind. Weil sonst weiß ich irgendwann nicht mehr weiter. Und hier ist eine Landeplattform, die nehmen wir natürlich auch gleich mal mit. Revelio. Okay, die werden auch mit Revelio angezeigt, sehr gut. Ich hoffe auch bald, dass der Felix Felicis Trank dann auch demnächst mal nachlässt. Ich verhungere. Hi Ignatia, bin nur deswegen kurz hier. Ciao. Ich muss weg. Schön für euch, dass ihr hier brüllen könnt wie Löwen, aber das ist mir gerade so egal. Ich will die Hauptquest weitermachen. Genau hier sollen wir ihn treffen. Warten. Ja. Aber ein kleines Nickerchen machen. Natürlich in der Nacht. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Es interessiert mich schon, aber ich meine, er kann das unmöglich alles nachvollziehen, weil er halt nicht dabei war mit den Erinnerungen so. Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Es wird wahrscheinlich wieder eine Menge gekämpft heute, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und mit Sebastian, die Missionen sind ja eigentlich auch immer spaßig und eigentlich immer cool gewesen bisher. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter gekocht hat. Pilze, so groß wie Salatköpfe. Imperium. Confringo. Ja.
Sebastian. Das war ein Sprung. Das macht wirklich Confringo, Defindo. Zu einfach. Ist das alles? Defindo, Confringo. Descendo. Protego. Werde deinen Tod rächen. Glacio. Nervioso. Boom! Ich würde gerne wieder hier den auswählen. Wobei das eigentlich so besser wäre, wenn ich den hier dann hier hätte, aber ist egal. Rebellion. Gut, wir gehen weiter. Kann ich fliegen? Nee, kann ich nicht. Es geht natürlich nicht. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Das heißt, Sebastian hat auch schon den Tod gesehen. Hat er das... Hat er das mal erwähnt gehabt? Oder wahrscheinlich schon, sonst wäre das jetzt irgendwie ein großes Thema gewesen. Weil seine Schwester ist noch nicht tot und sein Onkel, aber wahrscheinlich seine Eltern. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wurde das in dem Projekt schon erwähnt, ich habe es nur einfach wieder vergessen oder... es ist alles möglich. Kannst du bitte in der Nähe bleiben, damit man dich auch noch gut hört? Das wäre sehr cool. Confringo! Wir gehen erstmal hier einfach hoch. Tötet alle Eindringlinge! Da sind sie. Los geht's. Warte. Wir brauchen einen Plan. Ich habe genug von Plänen. Hallo? Was gibst du endlich auf? Ich habe das Gefühl, du versuchst es nicht mal. Chinesischer Kaukohl? Können wir machen? Aber ich bin besser. Beginn! Ihr seid im Garten besser aufgehoben. Nicht besonders klug zurückzukommen. Komm, kill einen mit. Ja, der Kaukohl! Ha! Was für Kinderspielzeug! Der Kaukohl macht euch alle. Hier, kriegst noch einen Kaukohl. Hallo? Alter. Aber so macht's viel mehr Spaß. Und wenn ich mal so ein paar Tränke verbrauche, ist gar nicht so schlecht. Hä, wo bist du denn? Da oben. Alter Junge. Von wo kommst du denn jetzt immer? Und Sebastian hilft mir auch einfach gar nicht. Ist er immer noch sauer, weil wir mit dem Kobold zusammenarbeiten? Krieg dich doch mal wieder ein, Junge. Sie hatten es nicht anders verdient. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Warte, ich muss erstmal hier kurz die Truhe einsacken. Ich kann ihn verstehen. Er ist im Moment ein bisschen durcheinander, weil er natürlich von allen Seiten irgendwie nur immer nur hört, das kannst du so nicht machen, das geht nicht, gib auf, lass es, du bist verbannt. Sein ganzes Leben ist so negativ im Moment, dass er vielleicht auch nicht mehr gerade ausdenken kann, richtig.
Von daher alles in Ordnung. Wenn man das weiß, ist das ja nicht so schlimm. Man muss halt nur den Hintergrund kennen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Das glaube ich dir nach dem, was du gerade gemacht hast, sicherlich. Da ist jemand. Ringo. Levioso. Kommt, Ringo. Na, ist down. Mist. Duellleistung Renos fehlgeschlagen. Wir verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Imperium. Hallo. Bitte hier, das ist eine ganz einfache Aufgabe. Arresto, Moment. Sebastian, warte! Warten? Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Also ich hatte jetzt... gegen seine Vorgehensweise jetzt eigentlich auch nichts einzuwenden, dass wir die jetzt einfach erledigen. Aber im Kontext der... Sie unterwegs? Nein, sagen Sie es mir nicht. Wir sehen uns doch. Genau so. Aber im Kontext der Story ist das natürlich schon sehr sinnvoll, dass wir hier nicht einfach so Amok laufen und alles kaputt machen hier. Da muss man schon ein bisschen mit Bedacht auch rangehen an die Sache. Wollen wir die da vorne noch ein bisschen kurz erledigen? Ich würde die gerne ausschalten da vorne. Ist da jemand? Confringo! Jeez! Nein! Lade! Er ist schon tot, ne? Mist. Man, das eine Mal... Na...
Das eine Mal, wo er nicht helfen sollte, hat er jetzt geholfen. Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Wir können hier noch mal kurz rein, bevor es hier weitergeht. Revelio. Aber das war's hier auch schon. Ja, wir können schon wieder raus, Sebastian. Das war's schon wieder. Es ist enttäuschend. Nichts drin, nichts Gutes drin. Aber darum sind wir nicht hier. Gut. Betritt die Höhle. Wir müssen die Höhle betreten, um dort das letzte Stück des Triptychons zu finden. Genau darum geht es nämlich. Das letzte Stück des Puzzles. Turmtunnel. Gehen wir rein. Huiuiuiui. Suche nach Runen. Diese Höhle ist von sich endlos windenden Korridoren durchzogen. Ähnlich wie in der Aussichtspunktmine. Nur noch viel größer. Wir sollten die Augen nach weiteren Runen wie denen, die wir fanden, aufhalten. So weit, so gut. Charmant. Spinnen. Wie passend. Finde ich gut. Brauchen Spinnkills. Och, Leute! Alter, was? Ich muss mal kurz hier... Warte mal. Das ist schon irgendwie... Puh, die ist echt mächtig. Was? Begrabe den Kopf in der Erde? Habe ich geschafft? Was? Ich habe gar nicht drauf. Ich dachte, ich habe schon. Ich hatte die Aufgabe schon abgehakt, weil ich gedacht habe, die kriege ich eh nicht hin. Ich habe sie irgendwie zufällig geschafft. Sehr gut. Das ist nett. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Spinnen! Kleine
Biester. Da hatte ich jetzt wieder keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber wir sind Level 33. Nice. Also noch 7 Level bis zum Maximum. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Komm, Fringo! Hier, bumm. Noch mehr Spinnen? Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Wir sind noch nicht runtergegangen. Levioso. Lass die Show beginnen. Okay, ist Billion. Egal, komm. Aua. Aua. Spinnies. Alter, es sind aber auch Spinnen hier dabei, ne? Okay, wir müssen die dafür sorgen, dass die in diesen Signature-Move macht, wo sie in den Boden will. Dann geht's. Warte. Warte noch nicht. Nein. Die Hände kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Revelio. Schade, ich hätte gerne die Aufgabe geschafft. Protego. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Hm, Dipdarmblätter. Nummer 1, 2 und wo ist die 3? Wahrscheinlich hier drin. Komm, trink! Ah, das ist. Oh, das ist ganz wichtig. Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Das war eine der wichtigen Truhen. Die müssen wir auf jeden Fall haben. Aber wo ist jetzt... Da. Hallo? Ach, ist noch hinter... Ja, okay. Endlich können wir hier raus. Warum kriegen wir Mega-Power-Tränke?
weil wir kämpfen müssen, wahrscheinlich. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Imperio, komm schnell. Confringo! Confringo! Levioso! Imperio! Findo! Levioso! Levioso! Crucio! Ohne einen Mega-Power-Trank zu nutzen. I'm trying my best. Aber ob ich das schaffe? Oh Mist, das hätte ich eher gegen den Troll anwenden sollen. Das war dumm. Der geht halt auch nur auf mich. Na egal, das Risiko gehe ich nicht ein. Das Risiko wollte ich nicht eingehen mit dem Trank, das war mir zu riskant. Boah, Junge, der ist so stark. Alter, der trifft mich halt auch jedes Mal. Alter. Alter, jedes Mal. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht sollte ich das immer benutzen. Alter, Junge. Alter, hier ist... Nein! Confringo! Imperium! Confringo! Defindo! Mann, jetzt hört doch nicht auf, das ist immer noch ein Feind, Mann! Descendo! Lazio! Confringo! Crucio! Der Zauber interessiert mich! Bombardi! Defindo! Confringo! Protego! Boah, Leute. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Rebellion. Das war schön. Also, eigentlich nicht, aber... Oh. Repar. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Ist hier unten nicht noch irgendwas, was man noch erkunden kann? Warte mal, da sind wir runtergerutscht. Und dann gibt's ja noch diese Räume hier. Nicht, dass hier irgendwie doch noch eine Truhe ist. Ja, hier ist nämlich eine. Oder? Nee?
Hier ist keine, aber es ist auch nur eine kleine, wenn dann, also... Ich bin ja eher scharf auf die großen Truhen, die wichtigen. Hier vielleicht irgendwas? Nö. Dann ist ja wahrscheinlich wirklich keine. Okay. Dann weiter. Revelio. Und da sind wir schon, glaube ich. Isidoras Tagebucheintrag 5 von 7. Alter Schwede. Geil. Mal schauen, was sie dieses Mal schreibt. Es war eine solche... Ja, Sebastian, ich muss jetzt erstmal was ganz Wichtiges jetzt hier vorlesen. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sie sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie sie, wie ich sind, teilen können. Okay, aber mit wem hat sie sich zusammengeschlossen? Ein Tagebucheintrag. Isidora war hier. Wo bist du denn? Hier! Sebastian! Der quasselt mir hier die ganze Zeit dazwischen und macht dann sowas hier. Tolle Stimmeinlage, hörst du mal auf jetzt? Sebastian, ich glaube, der steckt fest. Das könnte äußerst scheiße sein, wenn jetzt hier irgendwas ist, wo ich ihn brauche in der Nähe, dann... Oh! Hi! Das leuchtet ein. Könnte das so nicht sogar schon reichen? Jupp. Erstmal gehe ich nach links. Weil es nicht nach links führt zuerst. Und das bringt uns 2 Mega-Power-Tränke ein. Sehr gut. Ich habe ja nur noch 12, also ich muss ja wirklich ein bisschen gucken, wo ich jetzt bleibe aktuell. Deswegen ist das gar nicht so dumm. Der Troll hat aber echt viel... Außer Atem, aber dieser Anblick... War es wert. Revelio. Ah, jetzt bloß nicht hier runterfallen. Das wäre jetzt richtig blöd. An sich nicht. Wenn man den Besen nutzen könnte, wäre es gar kein Problem, aber... Nee. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Bombarda! Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Ja, natürlich. Da ist sie. Aber ich würde jetzt gerne erstmal die Truhe hier aufmachen. Achso, ist ja voll. Ja, okay. Aber hier ist ja auch noch ein Geheimgang. Was haben wir denn dahinter? Warte mal. Kleinen Moment, Sebastian. Ich bin gleich wieder... Oh. Für 61 Galleonen so einen Mechanismus da einbauen. Es lohnt sich. Ah, hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Dieser Ort kann doch nicht nur Isidora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Schaffst du das überhaupt? Wir sehen, wie du das schaffst. Ich gucke nicht weg. Jetzt gucke ich weg und es ist ja gleich hinter uns. Ja. Er schafft's nicht, ne? Jetzt wird er gleich geportet. Na, noch steht er da. Revelio. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Confringo! Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Revelio.
Ich glaube, ich muss von hier machen. Ja, warte kurz, bis das wieder... Ich habe zu lange gebraucht dafür. Ich stand aber auch nicht gut. Ich meine, man hat ja genug Zeit für die. Also ist ja gar kein Problem. Ein weiterer von Isidora, Schaffner bereit. Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Ja, sie... Wo ist 6 von 7? Revelio. Hä? Wie 7 von 7? Wo ist die 6 von 7? Hey, ich habe alle jetzt bisher gelesen in der richtigen Reihenfolge und jetzt willst du mir erzählen, es gibt den... Doch, da oben. Oder? Willst du mich verarschen? Das kann nicht euer Ernst sein. Ich habe jeden einzelnen gelesen. Vorhin haben wir noch 5 von 7 gelesen. Wo ist denn 7 von 7? Nee. Wo ist 6 von 7? Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerung sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Ja, aber ich würde jetzt... Das Schlimme ist jetzt gerade, dass ich den einen Tagebucheintrag nicht habe. Revelio. Aber die waren bisher immer offensichtlich einfach... Lagen die rum? Wo ist die vorherige Version? Also wo ist die 6 von 7? Liegt das vielleicht irgendwo hier rum? Einfach so? Das ist jetzt echt scheiße. Das ist ja storytechnisch so bescheuert, wenn man jetzt 7 von 7 liest, ohne 6 von 7 zu kennen. Vielleicht ist das aber auch gewollt vom Spiel. Weil 6 von 7 irgendwas ausführt, was man erst später erfährt. Aber es macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, sie hat ja wissentlich hier diese Einträge liegen gelassen scheinbar, sonst würden die ja nicht so... Ich meine, so offensichtlich, wie sie die immer platziert hat, immer in der richtigen Reihenfolge bis dato. Das wird ja kein anderer so hingelegt haben. Das heißt, es ist von ihr so gewollt, dass man das so findet. Aber vielleicht wollte sie auch den einen Eintrag nicht zeigen. Ich meine, es kann sein, dass ich das jetzt lese und dann sagt Matsu sowas wie, wo ist denn die 6 von 7? Da fehlt was. Revelio. Aber ich weiß es nicht. Hier ist sonst nichts. Ja, okay, wir lesen das erstmal. Oder habe ich die 6 von 7 doch schon gelesen? Es nervt gerade ein bisschen. Hier habe ich die 5 und 5 auch nicht bekommen. Von Noctua Gaunt. Es fehlen mir schon so ein paar Sachen. Das ist ja echt nervig. Ja, hier. 5 und 7. 4... Okay, 3 von 7 habe ich aber auch... Nee, 4 von 7 habe ich auch nicht gehabt. Nervig, ey. Da fehlt ja voll was wegen mit der Story und so. Aber es führt genau das fort, was... Okay. Vielleicht ist das ja vom Spiel auch so gewollt. Ich meine, die lagen ja, wie gesagt, bisher immer offensichtlich rum und man konnte die eigentlich nicht verpassen. Außer man wollte sie wirklich mit Absicht nicht lesen. Wie konnte ich... mich nur so täuschen. Die Schulleiterin weigerte sich, mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber... Es ist ebenso wie die... Aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor. Und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, dem sie nach mir folgen können. Einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen zu vollbringen, was ich nicht kann. Die ganze Welt heilen. Und ich habe da gerade echt einen gruseligen Gedanken, Leute, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Was ist, wenn sie bis... Also,
nie jemanden gefunden hat, mit dem sie zusammenarbeiten konnte. Was ist, wenn sie auch heute noch nach dieser Person sucht? Was ist, wenn Matsu derjenige ist? Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Was ist, wenn er derjenige ist, nach dem Isadora sucht? Stellt euch mal vor, wie krass das wäre. Wir wandeln hier die ganze Zeit diesen Pfad in der Hoffnung, irgendwelche Erklärungen zu finden in Bezug zur alten Magie. Und eigentlich tun wir nur das, was Isadora möchte, was wir tun. Und wir werden immer mächtiger in der alten Magie, nur um am Ende dann mit ihr zusammenarbeiten zu können, um etwas zu verenden, was sie eben nicht geschafft hat. Das wäre halt echt krass. Weil ich weiß gerade echt nicht, mit wem sie denn... Mir würde da keiner einfallen, mit dem sie das hätte machen können. Es muss ja jemand sein, der die alte Magie auch beherrscht. Und eigentlich haben wir ja soweit schon alle gesehen, die das konnten. Aber er hier kann das halt auch. Es ist nicht ausgeschlossen, würde ich sagen. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Gut, Leute, wenn ihr wissen wollt, was das hier auf sich hat, wenn wir hier das letzte Teil einsetzen, dann... Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Nein, Spaß, wir machen das jetzt noch. Ha. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich... Was ist denn? Finden wir es raus. Mein Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isadora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isadora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren?
Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte, sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Warum das Porträt zerstören? Ich meine, das war jetzt eine Erinnerung, die Isadora uns gezeigt hat, oder nicht? Das war jetzt nichts, was von den Hütern ausging, ne? Weil die Hüter... Ich habe einen von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Ich meine, diese Erinnerung gerade, das mit dem Tryptychon, das ist ja etwas, was Isadora uns hinterlassen hat. Deswegen haben wir ja die ganze Zeit auch ihre Tagebucheinträge gefunden an diesen Orten, weil sie da auch wirklich war und auch bewusst diese Teile so hinterlassen hat, damit irgendjemand das finden konnte. Das heißt, es war in gewisser Weise auch ein Test ihrerseits, um jemanden zu finden, der ihrer würdig ist und auch eben diese Magie beherrscht. Weil wenn du diese Magie nicht beherrschst, die alte Magie, dann wärst du gar nicht in der Lage gewesen, so weit zu kommen. Aber das heißt, alles, was wir mit dem Tryptychon, also was wir gefunden haben für das Tryptychon, ging von ihr aus. Das heißt, davon wissen die Hüter wahrscheinlich gar nichts. Weil sie wissen ja auch nichts von der Krypta. Also ist das alles abseits der Hüter geschehen. Das heißt, diese Erinnerung, die wir gerade gesehen haben, war von ihr aus gesehen. Wirklich, diese Erinnerung. Das andere, was wir gesehen haben, in den Prüfungen jeweils, das waren die Erinnerungen, die die Hüter uns gezeigt haben. Und jetzt kommen wir nicht weiter, weil eben dieses Gemälde von den Hütern zerstört wurde. Warum haben sie das getan? Vielleicht haben sie geahnt, dass sie irgendwas... Also sie wussten ja, dass sie irgendwas im Hintergrund plant. Und sie wollten das unterbinden. Und das haben sie ja scheinbar jetzt geschafft, weil wir jetzt halt nicht weiterkommen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir am Ende... Ich weiß nicht, die Wahl haben, mit ihr zusammenzuarbeiten, aber... Dass wir ihr irgendwie in die Karten spielen, indem wir einfach immer weiter hier alles aufdecken. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Wir sind jetzt bei 64%, das ist richtig geil. Wir sind kurz vor 2/3, das ist echt geil. Auch wenn wir noch weit entfernt sind vom Ende. Aber wir machen einen stetigen Fortschritt und das stimmt mich positiv. Was eine geile Folge, einfach schon wieder. So viel schon wieder Neues erfahren und so. Also ich hoffe, es ist spannend für euch auch.
Die Folge ist ja heute wieder ein bisschen länger gewesen, aber mein Gott, ich konnte auch nicht aufhören. Das ist ja einfach ultra spannend und dann will man auch einfach immer weitermachen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder.